meine Tochter wollte unbedingt aufs Gymnasium und ich habe gesagt, ja, warum? Also ist ja schön, aber warum? Es gibt doch auch andere sehr, sehr gute Schulformen. Na, sagt sie, weil da so viel Unterricht ausfällt. Ja, das ist ein Argument. Jetzt ist sie da und es stimmt. Und das, obwohl die noch G8 hat. Nicht der Gipfel, ne? G8, sagt ihr was, ne? Genau, statt 9 Jahren den Stoff in 8 Jahren durchklöppeln, ist überhaupt kein Problem. Guck mal, bei dem Lehrermangel, den wir haben, wäre ich für G1. Reicht. Ja, den Schülern was einfach alles in Schlagworten beibringen, ja? Die wichtigsten Sachen, meinetwegen, sagen wir mal, deutsche Kulturgeschichte, Schopenhauer, Adenauer, Beckenbauer. Fertig. Ja? Dann vielleicht Goethes Faust mal als Twitter-Nachricht an die Schüler schicken aufs Handy. Hashtag Gretchen. Ja. Wirst du schwanger von einem, der mit dem Teufel im Bunde ist, fragt Melania nach ihren Erfahrungen. Dann, ich meine, Mittelalter zum Beispiel. Lass dich ruhig Zeit. Immer einfach sagen, wir haben... Sonst noch Fragen? Das war schön. Ja, Sie können mit mir reden, das ist kein Fernseher hier, ne? Ich kann Sie sehen. Alles gut. Dann hast du Mittelalter zum Beispiel, da gucken die Game of Thrones. Ja? Reicht. Da sind Sexszenen drin. Hör mal, da hast du gleich noch Biologie mit abgefrühstückt. Super. Ja? Dann meinetwegen die anthropologische Entwicklung, Affe, Neandertaler, Handy-User. Fertig. Jetzt macht's mir Spaß. Fächerübergreifend Geschichte und Musik. Napoleon verlor mit Waterloo, aber siegte damit. Ja, muss man ein gewisses Alter erreicht haben, um das zu verstehen. Und dann vielleicht noch am Schluss. Der deutsche Hochadel im Wandel der Jahrhunderte. Die Habsburger, die Hohenzollern, die Geißens. Fertig. Doch. Hör mal, 35.000 Lehrerstellen fehlen. 35.000. Da haben die Kultusminister überhaupt nicht mitbekommen, dass in den letzten Jahren die Geburtenrate wieder gestiegen ist. Haben die nicht mitgekriegt. Und jetzt haben sie es gemerkt und jetzt sagen sie aber, nee, also jetzt mehr Lehrer einstellen, das können wir der Kordjackenindustrie nicht zumuten. Ja. Und dann sagen die, ja, die Schüler können sich doch auch alles selber beibringen. Wir haben doch Wikipedia. Na, und die Schüler machen das eh schon. Die machen ja Sport zum Beispiel ganz selbstständig. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Also mit, was die machen, ist alles, die haben so Tänze, machen die alle. Tänze aus Fortnite, die Zahnseide heißen. Kennen Sie die? Ja, Leute! Hör mal! Ja?